Hallo YouTube und willkommen zurück zu Transocean 2. Die Yamato hat mit 5,8 Millionen Einnahmen unser Konto auf über 100 Millionen gebracht. Wir sind in Helsinki und sollten hier mal bald reparieren. Wir müssen aber erst nach St. Petersburg. Gibt es aber keine Aufträge mehr, also fahren wir erstmal so dahin. Und die Betty, 17,4 Millionen für die Fahrt von Manzanillo nach Los Angeles. So, da haben wir genug Regionspunkte, aber man kann keine Zweigstelle mehr kaufen, weil Masterson Inc. hier die Mehrheit hat. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Und dann gucken wir mal, was es für Aufträge gibt hier in Los Angeles. Meine Güte, was ist denn hier los? Jetzt kann ich wieder zurückfahren nach Vancouver. Millionen, 10 Millionen, 8 Millionen und nochmal 8 Millionen. Das ist unglaublich. 39 Millionen. Oh, Alter, das ist ja ein Hammer-Rekordfahrt hier. Jetzt haben wir ja schon ab und zu mal über 20 Millionen. Ist ja schon enorm. Das Ganze toppt das ja nochmal. Ist ja Wahnsinn. Und voll ausgelastet, 1,2 Millionen Barrel. Wenn das Schiff angekommen ist, können wir den nächsten Tanker in dieser Größe kaufen. Eieiei. Wahnsinn. Die Achilles sammelt Regionspunkte in Europa Nord. Schiff ist leer, das ist gut. Dann gucken wir mal Europa Nord, da gibt es nur St. Petersburg. Immerhin 5 Punkte für eine Minifahrt. Die Aphrodite, 9 Millionen eingefahren. Das sind ja mittlerweile schon normale Einkünfte hier, 9 Millionen. Das ist unser mittelgroßer Tanker mit 800.000 Volumen. St. Petersburg. Ja, da können wir nach Felixstowe. Das sind schon mal 8 Millionen. Auf dem Weg dahin könnten wir kurz in Hamburg und Rotterdam anhalten. Jawohl. Ja, das machen wir mal so. Tanken einmal voll. Vielleicht kriegen wir da ja noch Folgeaufträge. Die Voyager hat Minus gemacht, weil die Bulkschiffe Klasse 3 Schleppergebühren zahlen, immer von über 3 Millionen. Zumindest hier in Europa Süd. Hier könnten wir nach New York fahren. Eine Fahrt, 26 Millionen. Wir bleiben in Süd. Da haben wir 2 Aufträge hier nach Italien. Sind 12 Punkte. Bringt gerade mal so viel Geld ein, wie die Schleppergebühren gleich kosten. Macht aber nichts. Geld haben wir genug.
Die Horizon, ja, 1 Millionchen. Und da können wir jetzt nach Havanna fahren. Was für Aufträge. Können wir 2 Aufträge annehmen für 12 Millionen und das für ein 250.000 Schiff. Das ist auch schon rekordverdächtig. Die Yamato 6 Millionen. Und so langsam können wir mal gucken, ob wir in Italien ein schönes Schiff wieder kaufen können. Dann fahren wir mal nach Hamburg. Dann können wir noch nach Dublin. Ja, das ist eine schöne Tour. Hamburg und dann Dublin. Ja, wir... Oder ich wollte mal gucken, in meiner Werft in Italien. Wir haben ja schon wieder 132 Millionen. Tanker Klasse 3. Hier ist noch für 2 Tage das Riesentankschiff da mit 100% Zustand für 143 Millionen. Kostet sonst 160 Millionen. Wir sparen 16 Millionen bei dem Kauf. Und hier gibt es sogar noch ein Schiff mit 1,3 Millionen Barrel. Da passt noch mehr rauf. Aber vom Gewicht her, statt 120 sogar 186.000. Und dann nehmen wir das Schiff doch lieber. Dann müssen wir noch knappe 20 Millionen sparen. Ja, da warten wir jetzt einfach. Ich kenne da ein Schiff, was gleich mit einer Fahrt enormen Einnahmen hat. Die Achilles bringt Regionspunkte. Da sind wir kurz davor, die nächste Zweigstelle zu kaufen. Europa Nord. Wir fahren erstmal nach Stockholm. Und dann können wir nach Bergen. Jawohl. Nordamerika Ost. Da brauchen wir noch 5 Punkte. Dann können wir da auch mal eine Zweigstelle kaufen. Die Titania 3,9 Millionen. Dann... Ja, einmal Lissabon, 2-Tagestour, 3 Millionen. Die Athena, 9 Millionen. Ja, das wollte ich schon sagen, fehlt nur noch ein Punkt, aber EU-Mitte, da gibt es nichts mehr. Le Havre, dann... Fahren wir Richtung Norden. Genau, St. Petersburg haben wir noch Aufträge. Wir können einen Zwischenstopp machen. In Bergen. Das sind nochmal 10 Punkte für Europa Nord. Die Achilles ist schon wieder angekommen. Die sammelt ganz fleißig ein Pünktchen nach dem anderen. Wir müssen noch nach Bergen. Da können wir noch einen Auftrag mitnehmen. Bringt nochmal 5 Punkte. Sehr schön.
Die Moonlight auch über 4 Millionen eingebracht. Jetzt hätten wir genug Punkte für eine Zweigstelle, aber es gibt ja keine mehr. Dann fahren wir nach Stockholm. 9 Millionen. Dann könnten wir nach Helsinki fahren. Jawohl. Ja, erst nach Stockholm. Können wir mal gucken hier. Genug Punkte hätten wir. Kann man überhaupt mal abwerben? Bau nicht möglich. Weil so kriegen wir leider keine Mehrheit. Schade eigentlich. Die Horizon 11,4 Millionen. Jetzt haben wir genug Geld für den Riesentanker. Können wir dann jetzt gleich kaufen. Wo fahren wir jetzt mal hin? Fahren wir mal nach Houston. Und dann gehen wir nach Italien. Unsere Werft besuchen. Gucken, ob das Schiff noch da ist. Erstmal ist hier noch ein neues Schiff gekommen. Mit 1,3 Millionen Barrel. Aber nur 125.000 Ladegewicht. Also ich kauf ja das hier mit für 148 Millionen. Was für ein Klopper. Die Normandie. Dann gucken wir mal, was es hier jetzt für Aufträge gibt. Eine kleine Tour nach in die Türkei. Na, können leider nicht alle annehmen, aber immerhin 20 Millionen für eine Zweitagestour als Jungfernfahrt. Die Voyager plus minus null. Schöne Regionspunkte erfahren. Hier in Europa Süd. Dann fahren wir nach Valencia. Nur einen Tag, aber 6 Millionen. Da machen wir kein Minus. Und die Betty mit unseren riesen Einnahmen hier. 35,3 Millionen. Unglaublich. 35 Millionen. Jetzt gibt es wahrscheinlich wieder Riesenaufträge zurück. Ja, was sag ich hier? 10 Millionen. Los Angeles, 8 Millionen. Oh, und jetzt ist das Ladegewicht voll. Aber immer noch 18 Millionen. Eine tolle Strecke hier an der Westküste diesmal. Da fährt kaum einer lang, deswegen bleiben die Aufträge ja alle für mich da. Die tummeln sich alle hier in Europa und Ostküste, hier ist Beuel zugange. Die Frieda, 8 Millionen. Wir sind in Felixstowe, haben noch Aufträge nach Hamburg, wo wir noch massig Zeit haben. Wir könnten noch einen Auftrag nach Hamburg mitnehmen, dann sind wir voll. Oder wir fahren mit dem Auftrag hier nach Le Havre.
nehmen 6 Millionen dankend mit. Machen wir auch. Die Casablanca. Über 6 Millionen. Wir sind in Quebec. Und das ist unser Mini-Tanker. Und das lohnt nicht mehr, hier zu fahren. Wir können ja mal so lange fahren, bis das Schiff untergeht. Macht ja wenig Sinn, das jetzt zu verkaufen, wenn man hier einen Auftrag hat für 4 Millionen. Dann können wir noch Halifax mitnehmen. Zwischenstopp in New York. Dann sind wir bei 7 Millionen. Ja, wir fahren mit dem Schiff jetzt mal so lange, bis es untergeht. Wir wollen mal ein bisschen experimentieren, wann ein Schiff sinkt. Die Athena, 4 Millionen eingefahren und schöne Regionspunkte. Wir müssen nach St. Petersburg. Bringt 10 Punkte ein. Oh, dann gibt es hier noch einen Auftrag nach St. Petersburg. Ja, sehr schön. Dann ist das Schiff aber immer noch nicht voll. Wir können hier noch einen Zwischenstopp in Hamburg machen. Kriegen wir zwar kein Geld, aber 6 Punkte. Ja, erst nach Hamburg. Ja, und die Frieda, 5 Millionen. Und welche Aufträge wir dann jetzt hier mitnehmen, sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.